Ich spüre, dass euch meine Gesellschaft nicht behagt. Ich darf mich daher verabschieden. Habe ich euch was getan? Nicht, dass ich etwas gegen euch hätte, nur euer Beruf gefällt mir nicht. Ein Verwandter von mir ist bei der Verwirklichung eines solch dämlichen Traums in einem Verlies umgekommen. Es war so genauso jemand wie ihr, der ihn dazu überredete, aber das ist ja nicht eure Schuld. Seid in unserem Dorf willkommen, aber sorgt bitte dafür, dass ihr mit genauso vielen Leuten wieder geht, wie ihr gekommen seid. Worum geht es Sagt diesmal? An, ja? Wie ihr wünscht. Okay. Ihr braucht nur zu fragen. Dorf Gullikin. Ja, mein Schatz. Was ist das eigentlich für eine Schutzformel? Gucken wir mal. Können wir nicht. Okay, noch eine verfluchte Schriftrolle. Mal wieder. Für aber natürlich, Schätzchen. Wieder noch irgendein Buch. Oh, das ist schön. Wird wahrscheinlich nur eine Schleuder plus 1 sein, ja. Aber Nera, die die ganze Zeit nur eine stinknormale Schleuder getragen hat, wie kann ich helfen? Wenn das wird euer sich Wunsch über das ist. Ding freuen. Wenn das euer Wunsch ist. So, die hier können wir wieder beklauen, weil hier ist niemand. Dass Halblinge so viel Schmuck und so Zeug rumliegen haben. Das könnte die Bude des Abenteurers sein, den der andere Hobbit gerade erwähnt hatte. Worum ihr braucht, nur zu, wie ihr wünscht. So, nur noch zwei Häuser und das nehmen wir als letztes. Vorausgesetzt, wir finden zu diesem Haus den Eingang. Halblingsmann mit der Schleuder. Seltsame Dinge sind hier im Gange. Hey, hallo, herzlich willkommen in meinem Heim, Wandererfreund. Wie könnte ich euch abweisen, wo wir doch im Geiste verwandt sind? Ich schätze, niemand im Dorf versteht euch so gut wie ich. Tausend Dank für eure Gastfreundschaft, doch woher kennt ihr mich so gut? Mit Leuten wie euch habe ich nichts gemein. Wahrscheinlich sind eure Gedanken, die wandern, nicht eure Seele. Ein Wandersfreund also. Dann habt ihr sicherlich während eurer Reisen einige wertvollen Schnickstatt angesammelt. Vielleicht sollte ich euch etwas erleichtern. Na, fragen wir mal nach der Gastfreundschaft. Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich einst selbst ausgezogen bin. Ah, das war noch eine Zeit, als ich durchs Land streifte und es überall krachen ließ. Die besten Leute hatte ich an meiner Seite. Das könnt ihr mir glauben. Die anderen im Dorf hielten mich natürlich für verrückt. Verrückt, weil ich Heim und Herd verlassen hatte. Sie konnten einfach nicht verstehen, aber sie haben mich wieder mit offenen Armen empfangen, als das eben auf der Straße dann irgendwann doch seine Spuren hinterlassen hat. Aber trotzdem, es war eine tolle Zeit. Kommt, bleibt bei meinem Feuer und vielleicht können wir uns ja irgendwann mal bei einem Tässchen oder zwei gegenseitig ein paar Geschichten über unsere Heldentaten erzählen. Aber nicht gleich, bitte. Ich bin etwas müde und muss jetzt ruhen. Ja, mein, aber natürlich, Schätzchen. Okay, hier oben ist alles verrammelt. Ah, aber dafür ist im Keller Schätzchen. Nichts los. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Winzerei. Wie ihr wünscht. Halblingsmann, Halblingsmann. Und ein Typ. Hä? Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Hä, hey, war...
Wer ist denn das schon wieder? Noch mehr von diesen Rittern ohne Furcht und Tadel, die sich ihre Treffprügel abholen wollen? Ich nehme mal an, ihr braucht eine Heilkur oder sowas, wodurch wieder gerade gerückt wird, was ihr euch bei euren Abenteuern verbogen habt. Nun, die Ernährerin ernährt und die Ernährerin beschützt. Aber passt hübsch auf, dass ihr in nächster Zeit keins von ihren Werken Schaden nimmt. Wir benötigen keine Hilfe. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ihr meine Hilfe nicht benötigt habt, aber ich wette, ein VSI gegen eine 12-Hünder-Gans, dass ihr einen Sprung in der Schüssel habt. Wie übrigens die meisten Wanderer, die hier immer munter drauf los, kopfüber ins eigene Unglück marschieren. Hä? Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Ja, kaufen können wir nicht besonders viel. Wir könnten aber Heilung. Beantragen. Hier so. Dass wir alle noch mal fit sind. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, und hier unten ist nur jede Menge Trauben. Das ist einer der Wege in die Feuerweinbrücke, aber die möchte ich nicht nehmen. Ihr braucht nur zu fragen. Wir haben diese Tür jetzt einfach mal nicht entdeckt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was in den neuen Höllen macht ihr hier in meiner Wohnung? Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber alle Annahmen über die Gastfreundschaft von uns Heidlingen gelten nicht für mich. Wenn jemand bei mir einbricht, töte ich ihn. Für einen Halbling seid ihr in recht unangenehmer Zeit gehen, sonst ich will einfach schwadronieren lassen und weiterziehen. Ihr mich umbringen, ihr macht wohl Witze kurzer. Irgendwie riecht es in eurem kleinen Loch nach Kobold. Ich frage mich, woher das kommt. Ich dachte, Halblinge hassen Kobolde. Oh je, jetzt habt ihr mich ertappt. Ja, ich habe die Kobolde in unser nettes Dorf gelassen. Es ist nur schade, dass ihr das niemandem mehr erzählen könnt, weil ihr sterben werdet. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Wie kann ich helfen? Jai Kales? Wie kann euch, wenn das euer Wunsch ist? Wenn das euer Wunsch ist? Die Schutzformel sieht auch mal wieder verflucht aus. Und ja, das ist der zweite Weg in die Feuerweinruinen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Habe ich jetzt die Heilung unterbrochen, weil ich das Fenster gewechselt habe? Ich fühle mich so sinnlich. Das ist ein Trank der Steinfrau. Wie sollte sie eigentlich benutzen? Haben wir gerade noch einen Identifizierungszauber? Nö, haben wir nicht. Feuerpfeile. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, sollen wir mal Bescheid sagen. Was ist das denn? Noch mehr kühne Narren unterwegs zu einer Prügelei? Wenn ihr euch unbedingt auf Abenteuer einlassen müsst, dann seid wenigstens vernünftig. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Okay, damit haben wir jetzt Kollegin selber hinter uns. Kollegin ist unser ganzer Stolz. Seid gut zu ihr. Wenn ihr noch einen Augenblick um euer eigenes geneigtes Gehör bitten dürft, ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Begierig herrscht über den Ruinen der vom Feuerwein der ungestörte Frieden der Natur und nicht lässt dort mehr auf die gewaltsame Auseinandersetzung der Vergangenheit schließen. Die seinerzeit ums Leben kamen, haben mittlerweile allesamt zur Ruhe gefunden. Tödliche Gefahr jedoch geht von den Kobolden aus, die seit kurzem dort hausen. Wenn wir euch überreden konnten, uns von dieser Plage zu befreien, dann sollt ihr zum Dank ein Geschenk von uns bekommen und dürft unter drein behalten, was immer ihr dort vorfindet. Habt ihr keine mutigen Halblinge für diese Aufgabe? Das kann nicht sein. Wir verfügen über eine Anzahl überaus kampffreudiger Kanalratten, doch die begleitet derzeit eine Gruppe Goblins auf der Jagd und kehren erst in einigen Tagen zurück. Es wäre das Beste, wenn ihr die Wesen aus den Ruinen vertrieben würden, ehe sie sich dort endgültig festgesetzt haben. Wollt ihr uns helfen? Wir werden euch kleinen Leuten helfen, so gut wir können. Ja, ich kann euch den Weg zeigen und werde es mit Freuden tun, doch muss ich euch zugleich warnen. So manches merkwürdige Wesen streunt hier herum und ich habe gehört, dass es hier etwas anders zugeht als für gewöhnlich bei euren Viechern. Doch es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Hier auf eurer Karte seht ihr es. In den Ruinen der Feuerbeinbrücke halten sich Kobolde auf. Gandor Glücksfuß erzählte, dass es einen geheimen Weg von einem der Häuser der Halblinge. Die Feuerweinruinen. Ah ja, Kivan und Tatsuk haben wir nicht abgeschlossen. Verborgener Stützpunkt Feuerweinruin. Na, nächste Seite. Ja, okay. Ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Fress! Hi, Skelette. Oder vielleicht frostigen Tod! Fress, brennende! Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Wie kann ihr brauchen? Nur zu tragen. Ich hab keinen Bock zu reden. Wie ihr wünscht. Oh, wir haben eins der Skelette übernommen. Stimmt, das kann sie ja mit Untoten bannen. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Also, gute Kleriker können Untote zerstören und böse Kleriker können sie übernehmen. Ich weiß noch nicht, wie lange das hebt. Ich hatte nämlich noch nie einen bösen Kleriker. In meiner Gruppe. Hallo, Bentan. Und der Feuerweinbrücke. Hallo, mein Freund. Hey da, ich bin Bentan, frommer Diener des großen Gebrochenen in dem Mata. Folgt ihr dem Weg des Weinengottes? Warum sollten wir einem langweiligen und sinnlosen Gott folgen? Nein, niemand von uns verehrt den Martha. Ja, einige von uns beten täglich zum Alles Erdulden. Natürlich, nicht einer von uns dächte daran, einem anderen Gott als dem großen Martha zu verehren. Niemand von uns. Keiner von euch verehrt das den Martha. Nun, dann werde ich das gleich ändern müssen. Hört gut zu. Ich erzähle euch von den Wundern, die auf euch warten, wenn ihr Marthas Glauben annehmt. Nun, wie ihr vielleicht gehört habt, ist Martha der Gott des Leides. Die meisten Menschen stellen sich da sofort darunter ein Leiden vor, das man selbst ertragen muss. Aber glaubt mir, die Geschichten, die ihr gehört habt, sind wahrscheinlich wild und unrealistisch. Am Ende kommt das Leiden im Diesel Marthas, aber seht, das ist die schönste aller Gefühle und es öffnet eure Augen für die Weisheit. Wer einmal in Diesel Marthas gelitten hat, wird seine Augen niemals mehr von den Übeln der Welt gegenüber geöffnet haben. Übel wie Habsucht, Gier, Lust,
Weitsichtigkeit und vor allem Magie. Mit Magie meine ich nicht die heilige Kraft, die den Marterspindet, sondern die bösen Mächte der Magier.